Servus Leute und herzlich willkommen auf meinem Channel. Wie ich euch versprochen habe, wollte ich mal meine Schutzkleidung vorstellen. Ich werde heute mit diesem Video beginnen und möchte euch einmal meine komplette Schutzkleidung vorstellen, die ich auf der Rennstrecke trage. Ich werde mal mit der Lederkombi anfangen. Die Lederkombi, die ich auf der Rennstrecke trage, ist eine Alpine Stars Tech 1R Powerwear Edition von KTM. Die Lederkombi hat so circa 40 bis 45 Stürze mitgemacht, sieht ultra mitgenommen aus. Somit war es für mich an der Zeit, eine neue zu besorgen. Ich habe die gleiche Lederkombi nochmal in sehr gutem, gebrauchtem Zustand bekommen. Deswegen habe ich mir die zugelegt und werde mich jetzt von meiner alten hier trennen. Die hat nämlich wirklich gute Dienste geleistet. Ja, das ist so meine Lederkombi gewesen. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut mal in eBay Kleinanzeigen oder eBay. Meistens findet man auch welche für einen einigermaßen fairen Preis. Wenn man wirklich eine KTM haben möchte, muss man leider einen guten Aufpreis zahlen. Die gleiche Lederkombi gibt es noch neu, aber nicht in Orange mit KTM-Logos drauf, denn das ist ein auslaufendes Produkt gewesen, beziehungsweise es gibt eine neue Powerwear, die ist von Shimoto und die Alpine Stars ist komplett aus dem Sortiment gewandert. Genauso ist es eigentlich auch mit den Handschuhen, die ich habe, den Helmen und ja, die Schuhe sind auch, glaube ich, mittlerweile eine neue Generation. Egal. Auf jeden Fall in meiner Lederkombi fahre ich zusätzlich einen Rückenprotektor. Würde ich euch auch empfehlen, für jeden, der auf der Rennstrecke unterwegs ist, montiert euch zusätzlich einen Rückenprotektor. Der kann euch wirklich mal ein paar Wirbel retten. Also immer zusätzlich einen Rückenprotektor montieren. Lederkombi schmeiße ich kurz aus dem Bild raus. So, kommen wir mal zu dem Helm, beziehungsweise erstmal zu meiner Brille. Ich verwende eigentlich die günstigste Brille, die ich so damals auf dem Markt gefunden hatte. Das ist einfach eine 2X, hat glaube ich 24 Euro gekostet. Ich habe keine großen Ansprüche an eine Brille gehabt, hauptsächlich der Dreck bleibt draußen, sie war verspiegelt und orange. Der Helm ist ein Aero Aviator 2.1, auch KTM Powerwear Edition. Gibt es leider auch nicht mehr neu, hat mal gekostet 552 Euro. Einmal musste ich neu kaufen, ein zweites Mal war Gott sei Dank gebraucht. Denn ich hatte einen Heißhalter auf dem Hockenheimring gehabt und der Helm ist komplett hinten aufgeplatzt. Und somit habe ich wieder den gleichen Helm mit zugelegt. Warum wieder diesen Helm? Er ist extrem leicht. Ich finde, er sitzt verdammt gut. Und er hatte für mich einfach die schönste Optik zu meiner Lederkombi und war somit eigentlich wieder mein Favorit. Und es musste wieder genau dieser Helm sein. Auch hier gibt es manchmal gebraucht ein eBay, also wenn ihr wirklich genau diesen Helm wollt, schaut mal nach, aber ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht unter 300 Euro gebraucht finden. Daher lieber auf den neuen ausweichen, der kostet neu knappe 200 und ihr bekommt ihn noch aktuell bei KTM. So, kommen wir mal zu den Lederhandschuhen. Da ist leider das allergleiche wie bei der Lederkombi. Die gibt es nicht mehr neu. Man bekommt ab und zu welche in eBay Kleinanzeigen. Schaut einfach mal rein. Das sind Alpine Star GP Pro Handschuhe, die auch für KTM produziert wurden. Das heißt, orange mit KTM-Logo drauf, war ebenfalls in der gleichen Serie wie die Lederkombi. Die passen nämlich 1:1 zur Lederkombi und sind daher ein Muss für mich gewesen. Ja. Was haben wir jetzt noch? Ich habe zwei verschiedene Stiefel. Ich werde mal beide vortragen. Also meine ersten Stiefel, die ich hatte, waren die Stiefel, die ich auf der Straße gefahren bin mit der 690. Da muss ich aber mal ganz kurz schauen, wie die heißen. Die hatte ich nämlich ewig nicht mehr an. So, also das sind KTM. Alpine Stars Supertech Air Stiefel, ebenfalls wieder KTM Power Parts, Powerwear Edition. Warum ich mich damals für diese Supertech Air entschieden hatte, wie ihr schon sehen konntet, dieser Stiefel hat einen Innenschuh.
Alle meine Motorradstiefel haben Innenschuhe. Ich finde es einfach ein extrem geiler Komfort, wenn du diese Schuhe anhast und hast Innenschuhe, die sitzen wirklich deutlich schöner wie normale Stiefel, wo du so reinrutscht. Ich finde es einfach angenehmer, vor allem auf der Rennstrecke, man könnte mal diesen Außenschuh ausziehen und kann mit dem Innenschuh auf der Rennstrecke rumlaufen, auf dem Weg zur Toilette, sich was zu essen holen. Man muss nicht immer aus diesen Stiefeln raus, man kann halt komplett nur aus diesem Lederstiefel raus und hat noch diesen Innenschuh an. Fand ich persönlich der Hammer und deswegen haben eigentlich alle Stiefel, die ich habe, Innenschuhe. Ja. Kommen wir rüber zu meinen Rennstreckenstiefeln, die ich aktuell habe. Ist eigentlich nicht das Perfekte auf der Supermoto-Rennstrecke, da sie keine Supermoto-Sohlen haben. Viele beschweren sich immer, sie schleifen die Schuhe kaputt, weil sie eben mit den Stiefeln auf der Straße, Rennstrecke auf dem Asphalt schleifen. Da gibt es spezielle Schuhe von Sigis, die haben einfach verschiedene Einlagen mit Härtegraden, die du austauschen kannst. Das haben die Schuhe leider nicht. Es kann sein, dass du öfters im Jahr neue Stiefel brauchst. Ich bin Gott sei Dank immer so unterwegs, dass meine Füße nicht den Boden berühren. Sie sind zwar nach unten, aber ich schleife die Schuhe nicht unbedingt kaputt. Deswegen fahre ich aktuell immer noch die KTM Tech 10, ebenfalls von Alpinstar. War auch eine KTM Powerwear Edition. Ich habe halt alles von KTM Powerwear besorgt, weil einfach die Optik für mich extrem wichtig war. Die nächsten Stiefel werden wahrscheinlich auch welche sein mit Sohlen, die du tauschen kannst, da ich aktuell nur noch auf der Rennstrecke unterwegs bin. Es ist einfach sinnvoller, auf Stiefel zu wechseln mit austauschbaren Sohlen. Entschuldigung. Und deswegen werden diese Stiefel wahrscheinlich auch nicht mehr so lange auf der Rennstrecke durchhalten, denn ein paar Stellen sind leider durch. Ja Jungs, das war so einmal komplett meine Rennstreckenausrüstung. Wer gerne Fragen hat, kann mir mal in Instagram schreiben oder Kommentare unter das Video knallen. Ich werde versuchen, auf alles einzugehen und bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus!